Hallo und herzlich willkommen zu Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Heute spielen wir mal ganz alleine mit Rang. Und auf meiner heißgeliebten Karte Clubhouse. Ich weiß echt nicht, was ich für Probleme habe. Ich wollte es eigentlich normalerweise ausstellen. Ich hab's noch nicht getan. Warum? Ich weiß das nicht. Ich weiß es wirklich. Och Mann. Ich gehe ganz... da war meine Stimme weg. Ich gehe ganz alleine jetzt in das Match rein. Weil der Maxe, der schläft nämlich schon wieder. Und, ja. Ich werde mein Bestes geben. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Na gut, die Pings sehen eigentlich ganz gut aus bei den anderen. Muss ich dazu sagen. Oh. Wir spielen wieder Maverick, unser kleines Topmodel, der immer so semi-Auto guckt. Aber hey. Den Biogefahrgutbehälter lokalisieren. Das machen wir natürlich. Wir machen das. Wir finden den Biogefahrgutbehälter und sichern ihn. Wie geht es euch, Leute? Also es ist jetzt ungefähr früher Morgen. Ich hatte keinen Bock mehr zu schlafen. Das bedeutet Rainbow. Jo. Sehr schön. Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Ich dachte, da wäre Captain gewesen. Noch 10 Sekunden. Ah, careful! 5 Sekunden bis zum Einsatz. Das war der Kerl. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Weiter zu seiner Position. Die haben sie glücklicherweise zerstört. Ich werde das mal hier so machen. Ich sichere mal hier ab. Scheint aber niemand zu kommen. Das war wirklich dumm von ihm. Hätte aber auch klappen können. Ja, Jäger, ich hab dich gesehen. Ach, Jäger ist tot. Hilfe! Gut gemacht. Der Behälter ist sicher. Okay. Ja. War doch eine erste gute Runde. ich habe noch 2 Matches bis zur Rangvergabe. Ich halte mich mal an die. Ich werde natürlich meinen Jäger wieder nehmen. Und ich bin wirklich gespannt, was ich für einen Rang kriege. Ich bin ja normalerweise Goldspieler, also ich bin halt so im Rahmen von Gold. Also Gold 4, Gold 2, mein Bestes war auch schon Gold 1. Aber ich bin, wie gesagt, gespannt, wie es aussehen wird.
Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen, den Raum sichern. So, dann mache ich mal Opa den Dropper zu. Und zu. Es bleiben noch 10 Sekunden. 5 Sekunden noch. Noch mehr habe ich leider nicht mehr. Die Gegner konnten den Biogefahrgutbehälter nicht finden. Das freut mich, dass das alles bereit ist. Oh, die haben Maverick getötet. Unser guter Vigil. Ihr seid jetzt gestorben? Hilfe? Hallo? Nur noch ein Gegner übrig. Clash? Operator getroffen. Oh, danke. Ich brauche Deckung. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter gefunden. Ja, dann wissen wir, wo sie sind. Ach, da lag er sogar. Diese eine mit ihren Pokebällen auf die rumwerfen. Eigener Trupp siegreich, alle Gegner eliminiert. Na, Vigil. Na gut, das war nicht mit Absicht. Das hat man gesehen, dass das nicht mit Absicht war. So, nächste Runde. Ich natürlich wieder Haupttor mit meinem Maverick. Entschuldigung, Leute. Mensch, das läuft aber perfektionmäßig. Also, wir haben ein paar Clan-Spieler mit dabei. Also einen auf alle Fälle. Ich bin gespannt, ich denke mal nicht, dass sie nochmal Keller sein werden. Ach, Keller, kennen wir gar nicht. Oh, das war jetzt auch relativ einfach. Ich habe jetzt so gute Chancen, mit Maverick da reinzugehen. 10 Sekunden bis Einsatz. Noch 5 Sekunden. Und das hat wirklich hier kaum eine Drohne verloren. Ich weiß nicht, was wir für Gegner haben. Des Biogefahrgutbehälters. Wechsle Magazine!
Schön leise. Ladung, Abstand halten. Mit Sicherung des Behälters fortfahren, sobald die Bedrohung neutralisiert ist. Okay, da habe ich bloß anscheinend einen Assist gekriegt. Den krieg ich nicht. Jetzt hätte er bloß den Fuß gesehen. Oh. Mann, du bist doch dumm. Da wirft die ihre Blendgranaten wirklich komplett in den Raum rein. Ach Mann. Ach Mann, das ist doch blöd, ey. Matchball. Das ist eine richtig gute Runde, muss ich sagen. Ich bin für Schlafzimmer. Wer ist für auch für Schlafzimmer? Klaro. Ich bleib natürlich mein Jäger. Weil was sein muss, muss sein. Oh, die französische Technik. Ob das jetzt eine schlechte Idee war, ich glaube nicht. Behälter schützen, den Raum sicher. Ja, jetzt ein Glück, dass es hier die Bombe ist, sonst wären sie jetzt einmal hier und einmal da drüben. Aber ich denke mal, wir haben hier richtig gute Chancen eigentlich. Einige würden das jetzt dementieren. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. 10 Sekunden noch. Magazinwechsel! Es bleiben 5 Sekunden. Wo mache ich denn jetzt das andere hin? Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. In diesem Bereich ist ein AVS aktiv. Ist dem so, ja? Ja, Doc. Sterb für mich. Aber mich wundert, dass sie hier nicht durchkommen. Sehen nicht, das ist das Ding. Ich habe schon mal zweimal verloren.
Ach, das war Glaze. Na gut. Ah, die campen jetzt alle draußen. Oh, hätten wir auch richtig auf Zeit spielen können, ehrlich gesagt. Das war instant Kopfschuss, verdammt. Aber meine Herren, weil wir die nächste Runde gewinnen, ist auch nicht schlecht. Kontakt. 15 Sekunden. 10 Sekunden übrig. Das war's für die. 5 Sekunden übrig. Gegner sich auf den Fahrgutbehälter. Sofort eingreifen. Ja. Dem Gegner von der Sicherung des Behälters abhalten. Die Gegner haben den Behälter nicht rechtzeitig gesichert. Erfolgreiche Mission des eigenen Trupps. Nun gut, mal gucken, auf welchen bin. Ich bin Dritter. Ist doch nicht schlecht. Gut, Leute. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge von Tom Clancy's Rainbow Six Siege wieder. Bis dann, habt doch einen schönen Tag und ciao, ciao.